So, hallo Leute, ich starte hier mal ein kleines Testvideo. Es soll ein Let's Play werden. Ich habe mir überlegt, ja, Let's Play oder Walkthrough, weil ich bin eigentlich normalerweise, wer meine vorherigen Projekte gesehen hat, größtenteils bin ich nur nicht einer, der so viel redet, eher die Schnauze hält und das Spiel genießt und naja. Aber ich habe mir dann doch so gedacht, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall habe ich jetzt vor, Splinter Cell zu spielen und ist eigentlich, wie gesagt, erstmal nur ein kleines Testvideo. Ich mache mal gerade eben weiter so. Will halt erstmal gucken, wie die Qualität dementsprechend ist, weil ich hatte nur einige Probleme mit Fraps und den ganzen Programmen und ich habe auf jeden Fall hier in der Grafik halt die niedrigen Optionen gewählt. Und ja, wie gesagt, wie die Qualität jetzt ist und einfach mal gucken. Einfach mal gucken. Es dürfte auf jeden Fall viel besser sein als die Projekte von mir davor. Das kann ich schon mal sagen. Das war knapp. Lebst du noch? Glaube schon. Gut. Blausteins so, und wie laut der Ingame-Sound ist. Missionsziel. Wenn er sich an die Regeln gehalten hat, ist sie hinter einem Bücherregal oder einem Wandpanel. Jo. Also der Ingame-Sound dürfte eigentlich zu hören sein, sag ich mal. Meine Stimme kann ich ja dann auch noch bearbeiten, etc. pp. Und wie gesagt, wie die Qualität jetzt hier ist, es dürfte eigentlich gar nicht mal so schlecht sein. Also ich denke mal, da werden jetzt Leute jetzt nicht großartig meckern und Wer ist da? Ja, das ist jetzt egal, der hat mich gehört, aber der sieht mich hier oben nicht. Hoffe ich doch. Wie gesagt, wird jetzt nur ein kleines Testvideo. Ist jetzt, ja. Wie die Qualität halt ist, wie gesagt, das müsst ihr dann beurteilen. Aber ich denke mal, so an sich werde ich das so durchziehen. Und, ja, gibt es noch was zu sagen? Eigentlich, eigentlich nicht, würde ich mal sagen. Ja, an der Stelle, weiß nicht. Ich sehe gerade, das Testvideo ist jetzt schon 2 Minuten lang. Also reicht eigentlich. Also, würde ich hier einfach mal einen Schnitt machen und ja, bis dann.